Hallo, Horrorfan und YouTube hier und meine Bestellung ist angekommen. Zumindest eine meiner Bestellungen. Und das ist der Remake, Freddy Krüger Handschuh. Ich habe den gefunden auf Amazon für nur 22 Euro. Und dachte mir, hey, so etwas Billiges nehme ich gleich mal mit. Kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen des Handschuhs. Also, Vorteile sind, man hat ein ziemlich originalgetreue Nachbildung des Handschuhs. Ja, denn, man kann den, also die Apparatur, auf jeden x-beliebigen Handschuh anbringen. Okay, gehen wir mal zu den Nachteilen. Erster Nachteil. Was ist das? Wieso ist das hier? Ich meine, es ist wirklich etwas. Ich glaube, das ist ein Designfehler oder halt nur bei mir so und ich habe gearscht, aber darüber kann man hinwegsehen für 22 Euro. Zweiter Fehler. Und zwar die Biegung der Klingen. Bah, sind die. Die sind einfach nur ekelhaft. Ich meine, guck mal. Die überschlagen sich hier. Und soweit ich weiß, war das nicht so beim Originalhandschuh. Der Originalhandschuh war nämlich parallel. Also alle Klingen sind parallel verlaufen und waren nicht geknickt wie Ochshölle. Hier sieht man's. Hier, es fängt einfach ganz normal an und dann. Aber hey, ich habe mir gedacht, 22 Euro, da kann einem so ein Fehler ruhig mal passieren. Macht nichts. Kommen wir zum wirklich schlechtesten Part am Ganzen hier. Die Größe. Das ist so groß, das könnte noch nicht mal meine Mutter anziehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich vergleiche es mal mit meiner Hand. Okay, ich habe eigentlich eh schon kleine Hände, aber. What the fuck? Der Vorteil daran ist, man kann ihn trotzdem noch anziehen, auch wenn es etwas schwierig zu bewegen ist. Naja, dann noch ein Fehler. Das Loch. Man sieht es hier nicht in der Aufnahme. Da soll ein Loch sein. Ah, warte, jetzt sieht man es. Ja, ihr seht es immer noch nicht. Auf jeden Fall die Löcher. Es gibt nur ein Loch und das ist scheiße angebracht. Da ist es hier. Scheißloch. Wenn man es originalgetreu machen möchte, sollte man es etwas größer machen und hier reinlaufen lassen. Bis ungefähr hier. Dann hier, hier und hier immer so zwei Löcher. Macht nichts, wie schon gesagt, man kann es mit jedem x-beliebigen Handschuh austauschen. Außerdem ist das Material auch nicht das Beste. Ich werde es höchstwahrscheinlich dann eh austauschen. Ist ein ziemlich guter Handschuh. Lohnt es sich für den Preis? Leute, 22 Euro, wenn man das mit einem Replika vergleicht, das 400 Euro kostet. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man wenig Geld hat, lohnt es sich so etwas aufzuheben. Guckt auf den Preis, guckt auf die Bewertungen. Das Teil hier hatte 2 Sterne. Zwei gottverdammte Sterne. Ich hab's aufgehoben und ich würde ihm 4 Sterne geben. Wieso? Weil ich denke, für den Preis dafür, dass man für den Scheißhandschuh jetzt mal ausgelassen, für diese Apparatur hier bezahlt und man die Klingen wahrscheinlich noch ein bisschen biegen kann mit ein bisschen Kraft. Es lohnt sich. Es lohnt sich für den Preis. Ich werde jetzt auch keinen Rev-Link oder so in die Beschreibung tun. Ihr müsst einfach selber gucken. Gebt einfach mal Freddy Krueger Glove ein und guckt nach dieser Apparatur. Wie schon gesagt, aus dem Remake 2010. Ich finde, es lohnt sich. Ich werde ihn jetzt mal anprobieren. Ja, ein weiterer beschissener Part ist, diesen scheiß Billighandschuh anzuziehen. Wie schon gesagt, bitte holt euch den Handschuh, wenn ihr es überhaupt macht, und tauscht ihn aus. Also nicht die Apparatur, sondern halt den Handschuh. Ich habe ihn an. Er ist viel größer als meine Hand, aber ich kann immer noch die Klingen ein bisschen bewegen. Die beiden hier hinten eher nicht so,
Jetzt ist das noch stecken geblieben. Aber die hier vorne, ganz einfach super. Für den Preis lohnt es sich einfach. Wie schon gesagt, das Loch nicht so gut. Das Teil ist eigentlich ganz okay, obwohl es auch ein bisschen schräg aussieht. Hat es ziemlich viel Ähnlichkeit zum Original. Ich muss sagen, sie haben den Paintjob hier ein bisschen verkackt. Ich glaube, das soll Verbrennungen darstellen. Aber es sieht einfach nur kacke aus. Aber jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Punkten hier drin, diesen ganzen schwarzen Punkten. Ja, es lohnt sich. Es sieht gut aus. Man kann drüber weggucken. Und nur 20 Euro. Also ich würde das hier nochmal kaufen. Aber ich habe ihn ja schon, also. Ja. Ich empfehle euch einfach, nehmt den. Er ist gut. Passt schon. Okay, das war's mit Horrorfan und YouTube und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss.